Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir spielen wieder mal mit dem Schützen und ich werde ihn mal ein bisschen hochleveln, questen natürlich. Und mal schauen, wie es mit dem geht, ob er nicht so langweilig wird. Und mal schauen. Ein bisschen Spaß habe ich wieder mit Regnum. Nur ein bisschen. Ich hatte gerade das Ding geflasht, dass der Marke plötzlich so langweilig wurde. Das ist ein bisschen zu laut. So hört man gar nichts mehr. Wir müssen hier hoch. Was ist da oben? Tötes 5 junge Dackelfall. Lucian Klaue. Irgendwo hier. Steht denn da? Da ist gar nichts. Aber mal mit Sigrid reden. So. Stein aufnehmen. Und wir haben ein Magnetstück gefunden. Noch ein Stein. Irgendwie bin ich süchtig an ihn. So, wir müssen hier junger Lucian töten. Schwach noch. Und das sind auch normale Gegner. Vier haben wir schon mal. Das sind die anderen. Da unten ist noch einer. Ah, da können wir das noch nehmen, aber dann verlieren wir Gesundheit und Mana. Das ist am Anfang noch nicht so stark. Wir brauchen die normalen. Gehen wir am besten nach oben. Da gibt es jede Menge. Aber das sind leider momentan ein paar Spiele. Mal schauen, ob wir trotzdem ein paar leiten können. Ja. Derselben Regnum hat mich ein bisschen in der letzten Zeit enttäuscht. Und diese Abstürze und Lecks, sind ein bisschen problematisch. Aber ich mache weiter, vor allem weil ich mich freue, wenn ihr mal ein bisschen Bock habt mit mir zu questen. Und so ich auch ein paar Items und so schenken könnt, tauschen könnt oder so. Oder verkaufen. Ja, natürlich werde ich auch Sachen verschenken, natürlich, aber ich habe eben nicht so viel Zeit wie ihr wahrscheinlich und deshalb könnte ich ein bisschen hinterher hinken. Aber wenn ich dann ein paar Kollegen habe, Gelder habe, gibt es sicher welche, die sehr viel Spaß an dem Spiel haben und dann ein paar Sachen verschenken oder euch hochleveln und so weiter.
Lysian, du bist ein bisschen verbuggt. Das ist gemein, der reicht immer aus. Ja, und der läuft einfach hin. So, einen schaffen wir noch. Scheiße, hätte ich nicht getan. Hätte ich nicht tun müssen. Soll. Weg da. Zu gefährlich. Ich wollte den Eiszauber nehmen. Der Wintereinbruch. Tschüss. Puh, ey. Und ohne Feedback, nix. Wird nicht angezeigt, man hat wenig Leben oder man hat falschen Zauber angenommen. Eingesetzt. Gar nichts. Ist ein bisschen komisch, das Game. Ja, der will jetzt nochmal kommen. Und da hat schon wieder. Diese KI ist einfach zum Lachen. Schauen wir mal das Inventar. So, für den Rübser kleinen Blattpfeil 10. Ja, 13. Wir nehmen ihn mal rein. Schauen uns die Ausrüstung an. Der Blattpfeil ist hier. Duellistenpfeil. Blitzschatten plus 1, 11 bis 17. Test Schwäche. Ja. So, also, öffne den an. Ja, ich und ein Kollege aus Ignis haben gerade geredet über das Ungleichgewicht der Klassen und der Reiche. Und es ist schon wahnsinnig, dass zum Beispiel Alcius momentan nur Bogenschützen hat. Oder Syrten, genau Syrten haben wir gerade vor allem gesagt. Syrtis einfach nur noch als Bogenschützen, also als Schützen steht. Weil die anderen Klassen einfach nur extrem absachen gegen die Schützen. Und ja, ich habe jetzt einmal genommen, dass ich mal ein bisschen Fortschritt bekomme. Nicht natürlich, ich werde nicht im einsetzen, aber dass ich mal ein bisschen Item farmen kann, ohne die ganze Zeit Todesangst zu haben. Blattpfeil. Ist auch der gleiche. Aber wieso ist der ab Level 13 und der ab Level 12? Weil er minderwertig ist, oder was? Wir müssen noch ein paar töten, schaffen wir das? Aha, wir haben schon fertig. So wurde das schon wieder nicht angezeigt. So, wir müssen junge Dackefall töten. Dackefang. Oder Deckerfang. Was macht er? Der macht Lärm. Wo ist der? Lederhosen. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Lederhosen aus, Lederhosen aus. Na, geht's jetzt? Ich will weitermachen. Ach, lassen wir's. Oh, steckst du fest. Thank you.
sogar besser. Wir haben viel weniger Leben. Und weiter geht's. Da oben hat's noch. Einen, zwei, gut. Schön besiegen, ha? Schön besiegen. Pang. Und ein kritischer Treffer. Okay, greifen wir den noch an. Und ja! Konzentration plus 2. Das ist aber ein Kurzbaum. Okay. Quest abgeben. Und wir haben einen handgefertigten Ring bekommen. Der gibt uns Verfassung. Tauschen wir mal Verfassung 2. Was hat jetzt mehr erlebt? 10, 2, okay, ist besser. Dann machen wir hier den Ring rüber. So. Geben die Quest ab. Level up. Müssen wir hier unten? Nein, hier. Aha. Okay. Interagiert mit Karen. Nehmen wir die Quest noch an. Und die da oben. Dann geht's hier hoch. Da. Vom Akonenit. Na, hier drüben die Quest weitermachen. So, Buch für Elfriede. Gut, und jetzt wieder hoch. Und abgehen. Und die Quest ist noch nicht vorüber. Schauen wir. Da hinten müssen wir noch hin. Okay. Auch die geben wir ab. Und jetzt müssen wir mit dem Schokan interagieren. So. Na. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Gehen wir mal zurück. Auch das haben wir. Jetzt müssen wir hier noch einen Amboss benutzen. Und jetzt... die Quest hier. Okay, Mac. Was? Küsst du das Haus? Okay. Küsst du. Wir sind Level 13. Schauen wir nochmals überall, ob es noch Quest gibt. Nee.
scheinbar nicht. Aber hier oben gibt es sicher eine. Ich habe irgendwie den Rüstungshändler für Bogenschützen noch nicht gefunden hier. Also ich habe überall geschaut, ich weiß nicht, wo er ist. Müssen wir mal nach Birka gehen. Was ist, hat hier keine Quest? Kotor. Also, gehen wir hier außen herum.